Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Agando Whatever You Want mit dem Agando Agua 3666R 5 Bits für 749,90 € runtergesetzt von 949,90 €. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst mal wieder zu dem Bild. Ja, sie haben ein Bild, wo ein bisschen Hardware zu sehen ist und das verkacken sie auch noch. Weil das hier ist der Rave Prism Kühler und wir haben hier den Rave Stealth Cooler drin ohne RGB. Der Rest ist wirklich nur das Gehäuse. Es ist leer, man sieht nichts drin, alles schön. Und hier ist halt genau dieses Bild, wo man nur den CPU-Kühler sieht und der ist beleuchtet und das stimmt nicht. Also, wenn ihr die Kiste nach Hause kriegt, der wird da nicht leuchten. Genauso wenig wie der RAM, genauso wenig wie das Board. Eventuell die Grafikkarte. Das kann sein, ja. Aber sonst wird da drin nichts leuchten. Also, der wird so dann nicht aussehen. Die Front schon, ja, der eine Lüfter, der in der Case-Front ist. Aber der, der auf dem Prozessor sitzt, nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Kann man sagen, es ist fake, ja, aber ob es jetzt an einem Lüfter scheitert oder nicht. Schlimmer wäre es, wenn jetzt eine Wasserkühlung drin wäre, RGB-RAM und so. Aber ja, komm, es ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kommen wir auch direkt zu dem Case. Das ist Aerocool Gaming Tower Tomahawk Red. Das gibt es in der Ausführung so nicht. Die nehmen einfach nur dieses Tomahawk-Gehäuse und haben dann vorne einen roten Lüfter drin. Hier wird angegeben, Lüfter vorne, 2x 120mm optional und einmal hinten 120mm optional. Die sind halt nicht dabei. Die fummeln dann noch so einen roten Lüfter mit rein. Könnt ihr hinterher auf den Endpreis noch 7 € draufschlagen, ist eh uninteressant. Wenn ihr das jetzt so kaufen würdet, wären diese Lüfter eben nicht dabei. Agando packt einen vorne mit rein, damit wir zumindest ein bisschen Airflow haben. Ansonsten ist es jetzt kein besonderes Case. Ja, es passen halt die Klamotten rein, Kabelmanagement technisch bestimmt auch uninteressant, weil ihr hinten sowieso nicht viel Platz habt hinter der Backplate. Naja. Und das Netzteil wird halt auch oben eingebaut und da bin ich jetzt auch kein Fan von. Das zieht halt die warme Luft aus dem System durch das Netzteil hinten raus. Und die Frischluft kommt von vorne. Ist nicht so gut fürs Netzteil. Ist sowieso nicht das beste Netzteil, was hier drin ist, aber ja, ja. Ich wollte es nur mal angesprochen haben. Noch dazu ist das einfach ein Case, was ein Acrylfenster hat. Kein Glas. Das ist gut, eine geringe Preisklasse, klar. Aber selbst da gibt es auch schon Glasfenster und Acryl ist halt sehr kratzeranfällig und sieht dann nichts aus, ne? Ist halt Plastik. Man muss ein gewisses Erwartungshaltungsmanagement haben bei 750 €. Ja, kann man mit leben, klar. Und das kostet 39,90 € bei CaseKing.de. Als Netzteil bekommen wir ein Aerocool Aero White 500 Watt 80 Plus Netzteil. Das hat noch nicht mal mehr den Bronze-Standard. Es hat einfach nur 80 Plus. Das heißt, es ist sehr ineffizient. Es wird wahrscheinlich auch ziemlich warm werden. 500 Watt reicht für das System natürlich aus. Hat auch kein Kabelmanagement. Kann man auch in dieser Preisklasse nicht erwarten. Ich hätte zumindest ein Bronze-Netzteil erwartet. Oder Gold vielleicht sogar. Gibt es auch schon in den Preisklassen. Ne? Aber 80 Plus ist einfach nur meh. Finde ich jetzt nicht so geil. Der Hersteller an sich würde ich mir so auch nicht kaufen. Auch bei so günstigen Systemen nicht. Da gehe ich trotzdem auf Seasonic oder BeQuiet. Die haben selbst in dem Bereich schon Netzteile, wo ich sagen kann, okay, qualitativ sind die wohl in Ordnung. Selbst wenn es ein System Power wäre. Ne? Aber wie gesagt, 500 Watt reichen erstmal aus. Und das kostet 36,87 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B450M Pro VDH Max AMD B450. Es ist natürlich Micro-ATX, in der Preisklasse auch nichts anderes zu erwarten. B450-Chipsatz ist natürlich für die Ryzen 3000er gedacht. Ihr könnt jetzt auch ein BIOS-Update machen und einen 5000er Ryzen da draufschmeißen. Ob das Sinn macht, ich lasse es mal dahingestellt. Das hat auch keine gekühlten Spannungswandler hier oben. Die sind aber wohl auch für die Grafikausgabe der CPU zuständig. Sofern ihr denn eine CPU habt, die eine Grafikausgabe hat, ist hier jetzt nicht der Fall. Deswegen kann man es vielleicht vernachlässigen. Hat 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein. Hier kann SSD eingebaut werden. Diesen Erweiterungsslot hier, den könnt ihr wahrscheinlich nicht benutzen, weil der Kühler der Grafikkarte das hier überdeckt. Und hier könnt ihr eventuell eine WLAN-Karte oder so anschließen. Selbst für eine Capture-Card, wenn es jetzt eine etwas bessere Capture-Card ist, reicht der dann schon nicht mehr. Wir haben 4x USB 3.0, Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0. Das sind die Grafikanschlüsse, die ihr, wie gesagt, hier nicht benutzen könnt. Warum hat er wohl 3 Stück?
Weil die davon ausgehen, dass die das Mainboard nehmen und das in einem Office-PC verwenden, wo du vielleicht mal zwei Monitore oder so anschließen kannst, wenn es ein Prozessor ist mit integrierter Grafikeinheit, ihr könnt die halt jetzt nicht benutzen. Ihr habt eh eine Grafikkarte, der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit und einen PS2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil ihr halt Maus und Tastatur wahrscheinlich über USB verwenden werdet. Ja, ihr merkt schon, ich tue mich ein bisschen schwer mit solchen Sachen. Das sind alles so Sachen, die ich anspreche in den Videos, die ich nicht gut finde. Jetzt haben wir halt ein 750-Euro-System. Ich finde sie immer noch nicht gut. Es ist halt echt schwer für mich. Selbst wenn man diese Erwartungshaltung hat, 750 Euro, ja klar, es muss gespart werden. Man kann vielleicht dann auch auf ein Full-HD-X-Board verzichten, aber ich bin da nicht der Typ für. Ich spreche es so an, wie es aus meiner Sicht ist. Tut mir leid, ist halt einfach so. Und das kostet 46,87 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen AMD Ryzen 5 3600. Ja, der ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Es ist ein 3600er, wir sind aktuell bei der 5000er-Reihe. 5600er kostet auch nur 9 Euro mehr. Ich schaue mal hier, hier kostet er 200,65 €. Und der hier kostet einfach 209 € bei Mindfactory. Das heißt, die haben Restbestände, die müssen raus. Das ist auch kein schlechter Prozessor. Zum Zocken reicht der vor allen Dingen einer 750-Euro-Maschine. Aber ich finde schon krass, dass die das halt so da reinprügeln. Wie gesagt, ein 5000er hätte auch funktioniert. Selbst auf dem Board, mit BIOS-Update auf jeden Fall. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Ja, hier ist nur 3000er verbaut. Tatsächlich kommen wir gleich noch zu. Das ist echt Resteverwertung, muss ich so sagen, wie es ist. Ihr habt es ja auch gerade gesehen, 9 Euro mehr für ein 5600. Dann wäre der in der aktuellen Generation. Naja, kommt bitte nicht auf die Idee, damit zu streamen. Also ihr könnt schon streamen, so leichtere Titel, Apex oder so, ja. Oder ihr könnt auch Just Chatting oder so machen. Vielleicht auch Counter-Strike, aber denkt nicht daran, irgendwie AAA-Titel damit gut streamen zu können, mit guter Qualität. Und der kostet 200,65 € bei Völkner. Hier kommen wir auch schon zum Thema. 16 GB DDR4 RAM PC 3000, 2x8 GB. Immerhin Dual-Channel, 16 GB ist auch völlig in Ordnung. 3000 MHz ist halt ein bisschen wenig, weil der vergleichbare RAM mit 3200, dass wir zumindest die Spezifikation des Prozessors erreichen, kostet 3 Euro mehr. Die sparen also, wo sie können. Warum habe ich jetzt den Aegis genommen? Weil die halt sagen, yo, wir machen Aegis rein oder Vengeance oder sonst irgendwas. Ja, die haben da freie Wahl. Wir nehmen einfach jetzt den günstigsten, das ist jetzt in dem Fall der Aegis. Wie gesagt, 16 GB völlig ausreichend. Es hätte auch noch eine höhere Taktung sein können. Das sind die Sachen, die ich jetzt kritisiere. Ob man das bei dem Preispunkt erwarten kann, wenn man es vergleicht, 3 Euro mehr, hätten sie es geschafft. Und der kostet 58,67 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine AMD Radeon RX 6600 8 GB ohne XT, beliebiger Hersteller. Ganz wichtig, es ist keine 6600 XT, da ist nochmal ein Leistungssprung dann drin. 6600er reicht aber aus, um die gängigen Spiele so zu spielen. Wie gesagt, Counter-Strike, Valorant, Apex, überhaupt kein Problem. AAA-Titel sogar auch, wenn ihr die Grafik runterstellt, ja, dass ihr zumindest diese 60 FPS bekommt. Alles unter 60 FPS macht für mich persönlich keinen Spaß. Erwartet bitte auch nicht, dass ihr da irgendwie in WQAD gute Werte hinrotzt. Wirklich nicht. Ich verlinke euch einen FPS-Test unten in meiner Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Ach ja, und da wir beliebiger Hersteller haben, nämlich jetzt einfach die XFX, ist halt jetzt gerade auch die günstigste. Und die kostet 369 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir eine 500 GB Kingston NV1. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und Schreiben 1700 MB die Sekunde. In dem Preispunkt 500 GB ist in Ordnung. Ich sag ja immer, ey, mindestens 1 TB, aber bei 750 Euro, okay, da kann man auch wirklich noch sparen. Überhaupt kein Problem, 500 GB. Denkt vielleicht dran, euch vielleicht noch eine HDD mit reinzupacken, damit ihr wenigstens Platz für die Spiele habt. Ich habe jetzt eben hier noch ein Testsystem aufgebaut. Da habe ich Far Cry, Watch Dogs Legion, Valorant, was habe ich noch alles installiert? Counter-Strike und so. Also die 500 GB sind auf jeden Fall weg. Also tut euch selbst einen Gefallen, packt vielleicht noch eine 1 oder 2 Terabyte HDD mit dabei und benutzt diese SSD wirklich nur als Systemplatte. Ein, zwei Spiele, die euch wichtig sind und die Treiber und so, dann ist die meistens auch schon voll. Und die kostet 46,01 € bei extremedigital.de. Wie gesagt, dieses System hat kein WLAN. Wollt ihr das nachrüsten, kauft euch einen WLAN-Stick als USB-Variante oder PCI Express. Das passt auf jeden Fall noch aufs Board drauf. Hier haben wir die Thematik mit dem Original AMD Wraith Stealth Cooler. Das ist also dieser ganz normale Boxed-Kühler ohne RGB-Beleuchtung. Der ist jetzt schon mit dabei bei dem Prozessor, den ich in den Warenkorb reingelegt habe. Hier sieht man es auch nochmal, wenn man hier unten draufklickt, das ist eben dieser Kühler. Der ist einfach nur schwarz. Für den 3600er reicht der sogar. Ich habe mal einen CPU-Kühler-Test gemacht. Das ist in Ordnung. Der wird auch etwas lauter, wenn die Kiste keinen guten Airflow hat. Wie es jetzt in dem Gehäuse ist, schwierig. Wie gesagt, das Netzteil zieht die warme Luft hinten raus und die kühle Luft kommt von vorne rein mit dem einen Lüfter, den sie eingebaut haben. Das ist jetzt kein System, was große Temperaturen entwickelt. Nur es kann halt passieren, dass er dann doch mal ein bisschen lauter wird. Lasst euch das einfach gesagt sein. Und ein kleiner Tipp, falls ihr wirklich Lautstärke vermeiden wollt, dann kauft euch irgendwie einen PureRock 2. Oder konfiguriert ihn hier gleich mit rein, den bieten sie auch an. Dann bleibt er auf jeden Fall schön leise. Hier ist dieser eine rote 120mm Lüfter, der vorne installiert ist, der da rot beleuchtet ist, da könnt ihr auch nicht dran rumspielen, also RGB-Beleuchtung ist da nicht, ist wirklich nur rot. Hinten ist keiner vorinstalliert, wie gesagt, das übernimmt dann das Netzteil leider. Mit dazu bekommt ihr dann noch Windows 10 Pro 64-Bit.
Das ist in Ordnung, das könnt ihr hinterher noch upgraden auf Windows 11. Ich würde es jetzt gerade noch nicht machen an eurer Stelle, weil es einfach so ist, dass viele Spiele und Treiber damit nicht stabil laufen. Haben wir so die Erfahrung gemacht, hören wir auch ganz oft im Discord. Apropos Discord, joint unseren Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Hilfe braucht oder so, wir helfen euch da gerne, beraten euch auch. Und das kostet hier 22,63 Euro, bei meinem Partner ist es deutlich günstiger. Ansonsten haben wir hier noch BullGuard Internet Security, das könnt ihr eine Tonne schmeißen, weil der Windows Defender, der schon mit dabei ist bei Windows, macht echt einen guten Job. Ihr braucht nicht diese Abo-Dinger. Das ist 90 Tage gültig, danach müsst ihr bezahlen, das ist scheiße. Lasst es einfach weg. Wie bei Argando üblich, haben wir hier 36 Monate Garantie und Support, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die meisten geben 2 Jahre, hier haben wir 3 Jahre Garantie und Support, 6 Monate davon vor Ort Pickup und Return Service, das bedeutet, ihr kriegt quasi ein Rücksendelabel und der Postbote holt das ab. Alles danach müsst ihr selber zur Post bringen. Ihr kriegt auch ein Rücksendelabel, klar. Aber das holt keiner mehr bei euch ab. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor inklusive dem CPU-Kühler, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 820,60 Euro. Das System soll kosten 749,90 Euro. Sprich, ihr seid günstiger als Selbstbau. Finde ich okay. Ist jetzt auch kein aufwendiges System zum Zusammenbauen. Ich glaube, das kriegt wirklich jeder hin. Keine Wasserkühlung drin oder irgendwelche RGB-Steuerungen. Das ist okay. Also preislich gesehen echt interessant. Wer vorhat, eventuell AAA-Titel mit nicht ganz so guter Auflösung auf Full HD zu spielen oder eben Counter-Strike, Valorant und E-Sports-Titel halt so allgemein, ist damit eigentlich ganz gut beraten. Wie gesagt, holt euch vielleicht einen anderen CPU-Kühler, einen PureRock 2 von BeQuiet zum Beispiel, den finde ich persönlich sehr gut. Ihr könnt euch auch das Testvideo nochmal angucken, das verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Und noch eine HDD mit reinfummeln. Also ihr könnt jetzt wirklich nicht erwarten, bei 750 Euro ein System zu kriegen, wo ihr bei dem Mainboard x Sachen erweitern könnt, WLAN-Karte, Capture-Karte und so weiter. Das ist wirklich nur ein System, stellt ihr hin, funktioniert, okay. Zukunftstauglich, upgradefähig, bedingt. 500 Watt Netzteil, könnt ihr keine dicke Grafikkarte reinballern. Wie gesagt, das Mainboard ist ziemlich klein. Naja, so ist es halt in dem Preispunkt. Kann man nichts dran ändern. Angebotstechnisch ist es echt eine gute Nummer. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen Dank. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao, ciao.